Und damit blicken wir wieder zurück auf eine ganze Woche voll mit Crowfall-Newsartikeln. Auch heute melde ich mich, Dracos Gamezone, daher wieder zurück zu einem weiteren Crowfall-News-Update. Heute behandle ich erst einmal das Ace Q&A-Spezial vom Donnerstag und danach gehe ich auch gleich näher auf die kommenden Skilltree-Änderungen ein. Angenommen, einer der beiden Artikel interessiert euch, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro zum eigentlichen Video. Und damit beginnen wir mit dem Ace Q&A-Spezial vom Donnerstag. Und zwar normalerweise hätte es am letzten Donnerstag ein Ace Q&A live gegeben. Bei diesen wären dann die Entwickler auf diverse Fragen vom Dev-Forum eingegangen und hätten dabei versucht, ihre Entscheidungen zu erklären. Jedoch, nachdem sie gerade sehr kurz vor einigen größeren Änderungen stehen, haben sie sich dazu entschlossen, doch ein direktes Q&A zu machen, bei dem sie das neue Skill-Interface und die überarbeitete Nutzererfahrung vorstellen, erläuterten, welche Folgeauswirkungen die Rassenklassenänderungen auf das Levelsystem haben wird. Sie gehen auch auf die Bedenken, die wegen den VIP-Vorteilen vorgebracht wurden, ein. Und sie stellen uns außerdem auch ihre Pläne für Reskillen und Catch-up-Mechaniken vor. Und natürlich zu guter Schluss gingen sie auch nochmal auf diverse Fragen im Chat ein. Der Stream wurde von Creative Director J. Todd Coleman geführt und während dem Stream haben sich dann seine Gehilfen ausgetauscht. Die jeweiligen Co-Moderatoren haben dann eben auch immer über ihren Anteil an den Änderungen gesprochen. Der Stream wurde auf dem offiziellen Crowfall Twitch Channel gestreamt und begann um 18 Uhr, dauerte bis 19 Uhr. Außerdem hat Crowfall zeitgleich ein neues Video auf dem offiziellen Crowfall YouTube Channel veröffentlicht. Dabei handelte es sich um einen Zusammenschnitt von der Gamescom, wo sie zuerst eine kleine Tour durch den Stand machen und danach ihren Hilfsarbeitern Fragen stellen. Antworten tun sie natürlich mit ihrer eigenen Meinung darauf dann, jedoch versteht darunter nichts Falsches. Das sind jetzt keine großen Interviewfragen, lediglich ein bisschen Smalltalk und warum sie Crowfall unterstützen. Und damit ein großes Dankeschön von Crowfall und meiner Seite an Aiko, Gerada, D-Sync, Shadis, DravoX, Saraki, Random Citizen, Körpermilch, Elvo, Tommy, Isniku, Supreme, Isku, BDR, Larkos, Eldo, Gohannes Scott, Metorial, Leaf, Firmi, Tyriel, Kampf, Lorlai, Toria und Aiko. Ich hoffe, ich habe die Namen nicht allzu sehr vergewaltigt. Aber ja. Das Video ist lediglich 4 Minuten und 11 Sekunden lang, daher empfehle ich es euch einfach zum Anschauen, auch wenn ihr es nur macht, weil ihr wissen wollt, wer sich hinter den Community-Namen versteckt oder einfach nur, weil ihr die Musik vom Nachbarstand hören wollt. Übrigens zum Abschluss, alle Links zum Crowfall Twitch und YouTube-Channel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit beginnen wir mit den kommenden Änderungen am Skilltree. Und vorab, es gibt zwar einen Artikel zu dem Thema, jedoch werde ich den hier jetzt mal größtenteils aufbautechnisch ignorieren. Ich bin nämlich der Meinung, dass sie damit das System nicht wirklich gut erklären oder es zumindest für mich nicht passen würde und dementsprechend lasst uns mit der Draco-Version beginnen. Erst einmal vorab für alle, die neu bei Crowfall sind. Wie funktioniert das Level-System ganz im Generellen? Bei Crowfall handelt es sich nämlich erst einmal um ein passives Level-System. Das heißt, eine gewisse Anzahl von echten Lebensstunden rechnet sich direkt um zu einer gewissen Anzahl von Erfahrungspunkten, die du dann wiederum in diverse Fähigkeiten investierst. Diese Fähigkeiten geben dir dann deinem Charakter zusätzliche passive Buffs, jedoch nicht zwingend aktive Fähigkeiten. Diese bekommt man nämlich hauptsächlich durch Disziplinsrunensteine. Eine jede Fähigkeit hat einen gewissen Pool von Buffs, der in 5 Gruppen aufgeteilt wird. Sobald du lang genug in eine Fähigkeit levelst, bekommst du den nächsten Pool, solange bis du alle 5 Pools hast. Du musst jedoch nicht 100% der Fähigkeit haben, um auf die nächste Fähigkeit zugreifen zu können. Meistens reichen so 3 bis zu 4 Pools oder sogenannte Pips. Die Fähigkeiten sind außerdem normalerweise zu einem gewissen Thema zusammengefasst, welche durch Skill Trees dargestellt werden. Diese wiederum sind zu 5 Übergruppen zusammengefasst, und zwar Kampf,
erkunden Handwerk, Rassen und Klassen. Die Grundidee hinter diesem System ist, dass du dich für eine von diesen fünf Übergruppen entscheiden musst. Dadurch, dass du in die jeweiligen Skilltrees von diesen Übergruppen Zeit investierst, schaltest du den jeweiligen nächsten Skilltree frei und dadurch erhaltest du dann immer mehr Zugriff auf stärkere Buffs, die du dann eben auf deinen Charakter draufrechnen kannst. Das heißt, du kannst dadurch mit genügend Zeitinvestierung der beste Kämpfer werden, jedoch nicht gleichzeitig der beste Crafter oder der beste Sammler. Das ist soweit eigentlich, wie das alte System funktioniert hat, das jetzt aber eben auch teilweise in dem neuen System weiterlebt. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr wisst, wie das alte System funktioniert. Aber ja, damit würde ich mal sagen, das alte haben wir abgeschlossen und wir beginnen jetzt mit dem neuen und interessanten Stuff. Und zwar werden ab sofort diese fünf Übergruppen zu drei neuen Sphären zusammengefasst. Und zwar erstmal Kampf, Handwerk und Erkunden bildet die neue Professionssphäre, wobei diese drei dann trotzdem noch immer sogenannte Subsphären bilden, das heißt, sie sind mehr oder weniger noch immer vorhanden. Daneben gibt es noch die Rassensphäre für die Rassen und die Klassensphäre für die Klassengruppe. Die jeweiligen Sphären und Subsphären wiederum haben ihre jeweiligen Skilltrees, beginnend von einem Basic Skilltree, von dem aus sich mehrere Child Skilltrees abzweigen. Durch das Abschließen eines gewissen Prozentsatzes des davorigen Skilltrees schaltet man dann die Child Skilltrees frei, in denen man sich dann weiter spezialisieren kann. Im Grunde genommen, desto tiefer man in die jeweiligen Sphären vorrückt, desto spezialisierter, aber dafür auch umso stärker werden die Skilltrees. Außerdem wirken auch immer alle Buffs von den davorigen Skilltrees mit, wodurch du erst so richtig das volle Potenzial ausschöpfst. Aber jetzt erstmal ein Beispiel. Ich beginne als kampforientierter Spieler meine Skillreise unter Provision in der Combat-Sphäre mit dem Combat Basic Skilltree. Diesen level ich zu 60% und will mich dann als DPS spezialisieren. Dafür skill ich dann im Waffen-Skilltree weiter. Im Spiel selber jedoch bekomme ich alle Allrounder-Buffs vom Basic-Tree und noch zusätzlich aggressive Buffs von meinem Waffen-Tree. Später dann bekomme ich noch mächtigere, aggressivere Buffs von den spezialisierten Waffen-Trees. Jedoch aber dann auch nur, wenn ich die Waffe trage, auf die ich mich spezialisiere. Im Endeffekt war alles bis jetzt mehr oder weniger bereits im Spiel implementiert. Jetzt kommen wir zu den wirklich neuen Sachen, und zwar erst einmal etwas zum Thema VIP. Und zwar als gewöhnlicher Spieler kann ich jetzt in jeder Sphäre, Warnung, Sphären, nicht Subsphären, eine Fähigkeit skillen. Jedoch, wenn ich ein VIP-Ticket bekomme, sei es jetzt durch Handel oder ein Abo, schalte ich neben den diversen Boni auch noch einen zweiten Fähigkeit-Skillslot frei. Das heißt, ich kann dann in jeder Sphäre zwei Fähigkeiten leveln, solange sie unter unterschiedlichen Skilltrees sind. Das heißt, ich kann gleichzeitig Waffen- und Rüstungsfähigkeiten skillen oder Combat Basic und Crafting Basics. Jedoch nicht zwei Fähigkeiten im Combat Basic Tree, das wäre einfach nur wirklich Pay to Win. Aber das ist nur der Anfang von den VIP-Vorteilen, weiter geht's mit der Zeitbank. Die Zeitbank oder auch Timebank ist ein neues Konzept von Ace und es soll das Problem lösen, dass sich manche Spieler darüber aufgeregt haben, dass man um 3 Uhr in der Früh aufstehen müsste, damit man 100% beim Skillen erreicht, was jetzt an sich hier kein großes Problem darstellen sollte, aber trotzdem, ich kann es verstehen. Und eben dementsprechend ist die Antwort von Ace die Timebank oder Zeitbank. Ab sofort, wenn eine deiner Fähigkeiten fertig gelevelt hat und du keine neue ausgewählt hast, beginnt das System automatisch deine ungenutzte Zeit in der Timebank zu speichern. Sobald du dich dann später wieder einloggst, kannst du die gespeicherte Zeit in eine der nächsten Fähigkeiten im Skilltree investieren. Dabei muss erwähnt werden, dass jede Timebank an den Skilltree gebunden ist. Was heißt, du kannst nicht die gespeicherte Zeit vom Combat Basic Tree in Fähigkeiten vom Waffen Skill Tree investieren. Außerdem kannst du nicht unendlich viel Zeit speichern. Als gewöhnlicher Spieler werden deine nächsten 24 Stunden nach Abschluss der Fähigkeit gespeichert und als VIP die nächsten 30 Tage. In Kombination mit diesem System gibt es jetzt auch das Tome System. Dieses erlaubt dir, die gespeicherte Zeit aus einem deiner Skilltrees
von deiner Timebank zu subtrahieren und an einen Gegenstand zu binden. Dieser kann dann an einen anderen Spieler verkauft und von denen benutzt werden, um ihre Timebank im selben Skilltree damit aufzuladen. Dazu erstmal zwei Dinge. Erstens musst du den Skilltree bereits erreicht haben, also rein theoretisch darin skillen können, damit du das Tome benutzen kannst. Zweitens, desto weiter du in dem Skilltree drinnen bist, desto weniger bekommst du von dem Tome. Ein Beispiel dafür, wenn du bereits 30% in Combat Basics hast, bekommst du saftige 70% von der aufgeladenen Zeit. Falls du jedoch schon bei den 80%, also beinahe fertig bist, bekommst du lediglich 20%. Außerdem, falls du bereits, sagen wir, als Nicht-VIP 23 Stunden in der Timebank hast, also sagen wir, sie beinahe voll ist, und du dann trotzdem das Tome für denselben Skilltree benutzt, lädt sich der oben drüber auf. Das heißt, du hast dann, sagen wir zum Beispiel, 27 Stunden aufgeladen. Falls du jedoch jetzt diese aufgeladene Zeit nicht sofort benutzt und du dann dich zum Beispiel schlafen legst und dann wieder passiv weiter skillen würdest, hört das System einfach auf, deine Zeit aufzuladen, weil du die 24 Stunden ja bereits überschritten hast. Dieses ganze System soll eigentlich eine Aufholmechanik für Späteinsteiger sein. Dementsprechend wird es erst einige Monate nach Release des Spiels freigeschalten werden und in den ersten paar Monaten kein Problem darstellen. Falls es dann doch noch zu Problemen kommen sollte, gilt eigentlich für dieses Thema hier genauso wie für alle anderen Änderungen, die jetzt da reingekommen sind. Die Sachen können sich noch ändern. Auch wenn ich ehrlich sein muss, es ist wahrscheinlich einen Schritt näher zum Endprodukt hin, als, naja, das, was wir davor gehabt haben. Dementsprechend, falls sich was ändern wird, wird sie sich wahrscheinlich nicht allzu weit weg von dieser Idee wegbewegen. Aber angenommen, ihr habt noch Fragen an diesen Änderungen oder den Systemen, die jetzt da reingekommen sind, offen könnt ihr sie mir gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich lese mir die immer durch und gebe mein Bestes, sie möglichst erklärend zu beantworten. Eine bessere Lösung wäre jedoch, mich auf meinem Twitch-Channel zu erwischen, wenn ich am Samstag oder irgendwann am Wochenende streame. Dementsprechend, wenn ihr mich da erwischt, kann ich mir nämlich die Zeit nehmen und es wirklich in-depth mit euch durchgehen und wirklich auf eure Fragen aktiv eingehen. Dementsprechend, das ist die bessere Alternative. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass ihr euch versucht, den Entwickler-Livestream vom Donnerstag anzuschauen. Dieser ist mittlerweile bereits auf dem offiziellen Crowfall YouTube-Channel hochgeladen und dort könnt ihr einfach nochmal alles, was ich gerade gesagt habe, von den Entwicklern hören. Zum Abschluss aber natürlich, angenommen das reicht auch nicht, dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit versteckt im Artikel, den ich eigentlich als Quelle benutzt habe. Dieser Artikel ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und hat am Ende ein paar Beispiele drangehängt. Und vielleicht mit etwas Glück, wenn die deutsche Version bereits draußen ist oder ihr einfach Englisch sprechen könnt oder lesen könnt zumindest, könnt ihr vielleicht durch diese Beispiele ein paar Sachen erklärt bekommen. Aber das war's dann auch erstmal von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat, es halbwegs informativ war oder ihr einfach etwas Neues dazugelernt habt. Vielleicht hat es euch einfach auch nur gefallen. Angenommen, es ist so, ich hoffe, ich sehe euch wieder dann am nächsten Wochenende zu einer weiteren Crowfall News Update Ausgabe. Während der Woche gibt es wahrscheinlich vielleicht ein Gameplay-Montage-Ausgabe, jedoch bezweifle ich das, nachdem ich relativ wenig Zeit habe bzw. wahrscheinlich nicht die Zeit haben werde, mich durch das ganze Gameplay-Material durchzuarbeiten. Gerade eben ist es nicht das Problem, dass ich kaum Gameplay-Material habe, eher dass ich zu viel habe. Aber zu guter Letzt sind wir damit am Ende angekommen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und man sieht sich dann wieder bei der nächsten Crowfall News Update-Ausgabe.